Deine Tarotlesung 2023. Jährliche Tarotkartenvorhersagen für alle Sternzeichen. Was die nahe Zukunft dir wohl bringen mag. Die geheimnisvolle Kunst des Tarots ist schon sehr alt. Ihre Anfänge liegen im Dunkeln und sind wohl, ähnlich wie das Handlesen und Orakeln, ausschließlich besonders erleuchteten Menschen und Auserwählten vorbehalten gewesen. Die Tarotkarten, die wir heute kennen, sind ein offenes Buch für all jene, die sich ausgiebig damit beschäftigen. Ihre Botschaften sind nicht immer eindeutig, aber sie sprechen immerhin eine Sprache, die wir verstehen können. Wenn du wissen möchtest, was deine Tarotlesung für dein Sternzeichen in diesem Jahr vorhersagen wird, haben wir hier einen kurzen Überblick für dich. Widder, die 10 der Stäbe. Diese Karte steht für Feuer und männliche Energie. Solche Prophezeiungen ehren den Widder, denn die Karte symbolisiert das Lösen von Problemen und das Durchstehen von Kämpfen, und zwar auf der Seite der Sieger. Außerdem stehen Glück im Beruf und im Privatleben bevor, die jedoch ebenfalls keine Selbstläufer für die Widder sein werden. Stier, der Tod. Keine Sorge, diese Karte bedeutet im Tarot nicht gleich das Schlimmste. Sie steht vielmehr für einen Neubeginn und eine Metamorphose. Der Stier darf sich im neuen Jahr auf so manche Herausforderung freuen, die ihn zeigen lässt, was er so drauf hat. Neue Bekanntschaften geben sich die Klinke in die Hand und auch das Selbstbild der Stiergeborenen wird einen Perspektivenwechsel erfahren dürfen. Zwillinge, die 9 der Pentagramme. Die Zwillinge dürfen sich laut ihrer Tarot-Vorhersage auf Wohlstand im neuen Jahr freuen. Finanzielle Sicherheit steht auf ihrem Programm und ein gutes Händchen für alles Geschäftliche. In ihrer Welt ticken die Uhren immer anders, doch die Karte der 9, der Pentagramme, lässt sie wissen, dass alles in bester Ordnung ist. Krebs, die Mäßigkeit. Der Krebs darf auch im neuen Jahr seine gewohnten Kreise im Seitwärtsgang erwarten. Er mag die Beständigkeit und die Karte der Mäßigkeit ist daher genau die richtige Vorhersage für ihn. Außerdem befinden sich Menschen, die sie ziehen, auf dem idealen Lebensweg. Diese Personen haben ihren Platz in der Welt gefunden und sind mit sich und ihrem Umfeld im Reinen. 2023 bringt daher Frieden und Harmonie für die Krebsgeborenen. Löwe, die Gerechtigkeit. Diese Karte mahnt zu Fairness in allen Lebenslagen. Gerade die Löwen neigen manchmal dazu, ein wenig über ihre ambitionierten Ziele hinauszuschießen. Im neuen Jahr kann es diesem Tierkreiszeichen durchaus passieren, dass es auf seinen Platz verwiesen und vorläufig ein wenig ausgebremst wird. Das ist der stolze Löwe natürlich nicht gewohnt und wird sich erst einmal mit seiner neuen Rolle als zweite Geige abfinden müssen. Jungfrau, die 9 der Schwerter. Ängste, Albträume und unsichere Zeiten. Diese Botschaften transportiert die Tarotkarte der 9 der Schwerter. Als Handlungsempfehlung für alle Jungfrauen könnte man sie übersetzen mit: Räum auf, was im Argen bei dir liegt. Stell dich deinen Dämonen und entsorge endlich die Altlasten des vergangenen Jahres. Sie haben dich lange genug darin gehindert, mit neuem Schwung durchzustarten. Waage, die Mäßigung und die 7 der Stäbe. Wenn diese beiden Karten gemeinsam auf den Plan treten, ist Durchhalten und Ruhe bewahren das Gebot des neuen Jahres. Die Waagen können alles erreichen, wenn sie nur beharrlich bleiben und sich von einmal gefassten Beschlüssen und fest eingeplanten Vorhaben nicht abbringen lassen. Mit Mäßigung hat die Waage kein Problem, aber die Durchsetzungsfähigkeit, die 7 der Stäbe von ihr verlangt, könnte zu einem werden. Skorpion, der Bube der Kelche. Diese Karte verspricht eine großartige Gelegenheit, die sich dem Skorpion im neuen Jahr bieten wird. Auf emotionaler Basis kann sie sogar frisches Liebesglück und eine echte Romanze mit Zukunftspotenzial in Aussicht stellen.
Die Kelche symbolisieren Überfluss und alle guten Gaben. Der Skorpion darf 2023 also aus dem Vollen schöpfen und die Früchte seiner Bestrebungen in allen Lebenslagen genießen. Schütze, die 6 der Kelche. Diese Tarotkarte steht in erster Linie für einen wahren Rausch der Gefühle und Sinne. Aber auch Vertrauen und echte Zuneigung, die von Herzen kommt, gehen mit ihr durch die Tür. Der Schütze darf sich im neuen Jahr über viel positives Feedback im Übermaß freuen. Er wird lernen, dass das Glück sich multipliziert, wenn man es teilt, und das größte Geschenk, das man sich selbst machen kann, schöne Erinnerungen sind. Steinbock, Stärke und die 6 der Schwerter. Auch für den Steinbock gehen gleich 2 Karten an den Start, die ihn schwungvoll ins neue Jahr begleiten. Die Karte der Stärke verspricht, wie könnte es anders sein, große Kraft und einen wahren Energieschub. Vor allem die Willenskraft der Steinböcke bleibt ihnen treu erhalten und leistet ihnen auch weiterhin gute Dienste. Die Karte der 6 der Schwerter nimmt die Steinböcke allerdings in die Pflicht. Sie müssen längst überfällige Entscheidungen treffen und notwendige Änderungen vornehmen. Wassermann, die 10 der Stäbe. Besser könnte die Tarotlesung für die fleißigen und zielstrebigen Wassermänner gar nicht ausfallen. Die 10 der Stäbe steht für enorme Willenskraft und Mut. Sie ruft zu Tatendrang und Engagement auf und gewährt außerdem die dafür notwendige Vitalität und Ausdauer. Das neue Jahr geht also für die meisten Wassermänner so bunt und dynamisch weiter, wie das alte geendet hat. Neue Projekte winken, innovative Ideen gelangen zur Umsetzung. Fische, die 8 der Schwerter. Bei den Fischen geht es ganzjährig gerne gemächlich und in ruhigen Bahnen zur Sache. Daran wird sich laut Tarotlesung auch 2023 nicht viel ändern. Einige Tierkreiszeichen würden diese Entwicklung als Stagnation empfinden, da sich nicht allzu viel Aufregendes im Fische-Universum abspielen wird. Doch das ist für die bedächtigen und in sich ruhenden Fische kein Grund für Pessimismus. Unser heutiges Fazit: Lass dir in die Karten schauen. Die heute noch üblichen und gebräuchlichen Tarotkarten gehen auf das Jahr 1781 zurück. Wir verdanken sie und ihre farbenfrohe Gestaltung dem Schweizer Gelehrten Anton Quart de Gibelin, der ganz nebenbei auch Mitglied im Geheimbund der Freimaurer war. Ihm gelang es in einer seiner Schriften gekonnt, religiöse Symbole mit modernen Interpretationen zu verknüpfen. Zahlen, Figuren, Zeichen und eine bestimmte Anordnung der Karten ergeben so immer wieder neue, spannende Lesarten. Falls du mit der Botschaft der Tarotkarten für 2023 nicht ganz einverstanden bist, befrage die Sterne. Diese sehen bekanntlich alles, was zwischen Himmel und Erde geschieht. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.